Hallo und einen schönen guten Abend, gute Nacht, guten Tag, was auch immer. Ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ich glaube, ich kann hier schon mal auf Fortfahren drücken. Denn während das hier lädt, kann ich ja mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen und ich muss kurz etwas loswerden. Und zwar würde es mich nämlich wirklich sehr, sehr freuen, wenn der ein oder andere von euch Lust und Laune hätte, mir im Kommentarbereich vielleicht mal so ein wenig Feedback zu der Tonqualität zu geben. Das Problem ist nämlich oft, was ich auch jetzt immer noch habe, dieses Problem ist akut seit Tag 1, dass der Ton für mich hier, so wie meine Konstellation ist, wenn ich mir die, wenn ich die Videos mache und dann nachprüfe, wie so der Ton ist und so, dann klingt das für mich immer ganz gut. Das Problem ist nur, ich habe, also mein Fernseher ist, oh ja, hier sieht man erhalten, bla 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 bla. Ich habe hier mal die ganzen Codes von meiner Collector's Edition eingegeben. So, ich will aber jetzt nochmal kurz den Gedankengang, beziehungsweise das, was ich eigentlich sagen will, schnell noch zu Ende sagen. Nämlich, ich habe hier, mein PC ist über ein HDMI-Kabel an meinen Fernseher angeschlossen und an meinem Fernseher habe ich Kopfhörer dran und so weiter und so fort. Die Sache ist die, mein Fernseher ist relativ laut, also ich habe den auf Lautstärke jetzt 10 oder so und ich könnte den hochpuffen, was auf, ich glaube, 60 oder so. Aber der ist auf 10 schon relativ laut. Das Problem ist, wenn ich das jetzt aufnehme und dann prüfe, ich habe ja immer Kopfhörer auf und für mich klingt sowohl Mikro als auch Spielton immer laut und kräftig genug. Ich weiß aber, dass da draußen vermutlich nicht jeder das so guckt wie ich, nämlich auf dem großen Fernseher, über seinen Rechner, mit Kopfhörer. Ich höre und spiele und mache damit einfach alles. Gibt aber, wahrscheinlich kann ich mir durchaus vorstellen, genügend Leute, die zum Beispiel mit einem Laptop oder mit ihrem Smartphone oder mit über Fernseher, Smart TV oder was weiß ich, von wo aus man sich die Videos reinzieht. Vielleicht auch von der PlayStation 4 selbst, mittels der YouTube-App, wo auch immer man sich gerade dieses Video jetzt anguckt. Das wäre halt für mich einfach einfach sehr hilfreich zu wissen, den Ton, den ihr jetzt hört, ob der für die Gerätschaften, wo ihr eure Videos normalerweise guckt, ob das ausreichend ist oder ob ihr sagt, Monkey, das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du vielleicht dem Mikro etwas lauter drehen würdest oder das Spiel etwas leiser oder was auch immer. Weil ich weiß zum Beispiel, wenn ich mir jetzt das Video über meinen alten, schrottigen Laptop anhören würde, der hat so unglaublich ätzende Soundqualitätsboxen, also die sind wirklich unter aller Kanone. Da weiß ich, dass es sich scheiße anhört. Er ist aber auch alt und er ist scheiße und er war billig. Wisst ihr, was ich meine? Das Problem ist, ich weiß halt nicht, ob ich jetzt mit der Tonqualität hier, ob ich euch damit glücklich machen kann oder nicht. Und das wäre einfach wirklich sehr hilfreich, wenn ihr mir da vielleicht mal im Kommentarbereich so ein bisschen was, ja, feedbackmäßig rüberschreiben könntet, ob, wie, was, warum, wieso, weshalb, warum und bla bla bla. Damit ich da mal Bescheid weiß, welche Regler ich umstellen muss, damit sich das dann für euch dementsprechend gut anhört. So, jetzt aber zurück zu Horizon. Deswegen seid ihr ja eigentlich hier. Ja, genau, hier sieht man Banjo-Kreisender, Kaya-Händler. Ich habe ja mal die ganzen Codes eingelöst. Ich habe mich schon so fusselig geredet. Hier geht's ins Menü, genau. Dann will ich mal kurz reinlunsen. Die Klamotten habe ich nicht. Die kann ich aber wahrscheinlich kaufen, oder? Ach, du heiliges. Maschinenausbeuter. Ich bin so ein bisschen... Ah, okay.
Ah, okay, das muss ich bei irgendeinem Händler einlösen und dann kriege ich den Scheiß. Das finde ich ganz geil. Altes Gefäß, you fly. Aha. Okay, das ist alles Kram, den ich einlösen kann. Metallblume kann ich auch einlösen, alles klar. Uiuiuiui. Es ist ja jetzt schon durchaus wieder ein paar Tage her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Ich weiß eigentlich jetzt gar nicht mehr, was ich, worauf ich jetzt aus war, was ich eigentlich machen wollte im Spiel. Truthahn, Echohülse. Winziges Fleischstück, doch so viel. Schweinsknochen. Ach ja, hier, ich sehe schon, es hat sich irgendwie so ein bisschen was verändert. Es gab ein Update. Das weiß ich, habe ich gestern. Gestern gab es, glaube ich, das Update. Hat sich ein bisschen was getan. Zumindest waren, glaube ich, diese ganzen Ausrufezeichen noch nicht. Und bei Fähigkeiten stand, glaube ich, auch noch nie diese 2 da direkt drunter. Okay. Ja, schwere Waffen haben wir noch nicht, deswegen ist das relativ uninteressant. R1 für einen Angriff, der Gegner am Boden stark beschädigt. Mann, ich möchte eigentlich lieber hier unten irgendwie den ganz krassen Scheiß. Um 50%. Krass. Oh, geil. Auf unbegrenzt. Ruft eine neue überbrückte Reitmaschine, wenn keine andere verfügbar ist. Ey, das ist aber auch nicht schlecht. Oh, Mann, ey. Oh, ich habe noch so viele Level-Ups. Okay, kann ich mal kurz gucken, was ich so alles herstellen kann? So beuteltechnisch, wie sieht's aus? Aber alles, bitte machen. Fischgräte. Wir sind ja hier jetzt, glaube ich, an dem See. Da, glaube ich, könnte ich durchaus schon mal... Was ist das? Waschbärknochen? Okay, kann ich auch machen. Waschbärhaut. Naja, habe ich nicht. Leider. Trankbeutel. Brauche ich auch Fischgräte? Fallenbeutel. Ah, Moment mal, den Fallenbeutel, den mache ich auch noch größer. Truthahnhaut, gar kein Problem. Ah, okay, ist gemaxt. Ich find's irgendwie geiler, wenn mir hier vielleicht irgendwie so das Farbliche vorgehoben wird, welche ich schon komplett vergrößert habe auf Maximum und welche nicht. Ah, Kaninchenknochen, okay. Ich kann ja hier richtig viel. Das hier zum Beispiel habe ich schon maximiert. Hier brauche ich Fuchsknochen noch ein. Okay. Fischgeräten. Das ist fertig. Ja. Muss ich noch. Können wir hier mal. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung, wie ich Fische fangen soll. Wenn es überhaupt geht. Fischgeräten. Ah, hier sind Fische. Hier sind. Doch, hier sind Fische. Scheibenkleister. So. Boah, geil. Fischgeräte. Hammergeil. Okay, gleich, wo brauche ich... Ah, da brauche ich 2. Ne, irgendwo brauche ich doch nur eine. Genau, hier. Da kriege ich auch mal ein paar Lohn weiter. Brauche ich jetzt Waschbärhaut, Alter. So, das ist schon fertig. Da brauche ich Kaninchen und eine Sau. Da brauche ich noch einen Waschbär. Okay, Fuchsknochen. Ja, okay, ich merke schon, ich muss noch einiges an Füchse. Ich brauche noch Fischgräten. Okay, 2 Fischgräten will ich jetzt noch gucken, dass ich kriege. Geil. Und noch eine Fischi.
Hammergeil. Okay, vielleicht habe ich Glück und ich kriege ein paar Gräten. Nein, ich krieg das Fleisch. Auch nur Fleisch. Mann, ich brauche Gräten. Verdammt. Mach den Fisch hier klar. Ich bin echt verloren hier. Komm, geh doch mal lang. Okay, der hat was Blaues verloren. Fischhaut. Ja. Sind hier noch Fische? Oh, nicht mehr viel, nur noch die zwei. Hoffentlich haben die zwei vielleicht ein paar Geräte einstecken. Ah, hier ist noch einer. Oh, da ist auch einer. Cool. Der hat schon wieder was Blaues verloren, der da hinten. Ich will eigentlich Gräten. Tierschädel Talisman, ja genau, den will ich. Was bitte findet sie alles im Fischen? Ich will doch bloß Gräten. Die Fische von damals sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Haben noch nicht mal mehr Gräten drin. Gut, okay, jetzt suche ich. Ach so, wir wollten hier in die verdorbene Zone, kann das sein? Ich glaube ja. Ich glaube ja, das war glaube ich, die Aufgabe, die ich mir selbst gestellt habe. Zweiter. Oh Gott, ich sehe hier überall noch diese... Ach du Mist, verdammter. Aha, so viel zu tun. Okay, ja gut, dann machen wir hier die verdorbene Zone. Und das heißt, ab jetzt habe ich wieder Sendepause. Sehr gut. Okay, das habe ich so jetzt nicht erwartet. Oh. Oh, bitte sag mir jetzt aber nicht, dass ich jetzt wieder alles... Hä? Boah, ernsthaft? Boah, ich muss alles jetzt nochmal craften. Oh nein. Fischgräte. Oh, darauf habe ich keinen Bock. Aha.
Alter. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer.
Etwas Vorrat. Hält sich. Das kann ich gut gebrauchen.
Das brauche ich vielleicht noch. Nützlich sein, aber ganz schön bitter.
Schwarzer Rauch, rote Lumpen. Mehr Banditen wie die in Teufelsdurst. Mein Adlerauge. Dem entgeht wirklich nichts. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. Hier wird es gleich ganz schön rund gehen. Nichts. Yeah.
Wenn sie das Signal auslösen, macht das sicher eine Menge Lärm. Banditen haben die Leute gefangen genommen. Etwas. Verdammt, den hat's erwischt. Ich dachte. Jetzt ist Ruhe. Du hast doch nicht etwa Angst vor mir, oder? War wohl nur Einbildung. Während wir auf die Händler warteten, lauerten uns die Pirscher auf.
Hier draußen beißt der Schnee ganz schön. Zeig dich endlich, du elender Penner! Das ist eine Waffe, Alter. Sie ist da entlang. Hier wird's gleich ganz schön rund gehen. Wir haben hier eine Leiche. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Was? Ich bin schon wieder voll? Schachfalle. Oh Gott. Okay, versuchen wir es mal. Roba, bald auch in ihrer Nähe. Dieses Sonderangebot gilt exklusiv für Druckwert. Soll das ein S sein oder ist das das Dollarzeichen? S-Empfänger. Wussten Sie schon, dass Roba Amerikas führende automatisierte Brauereibar eine Filiale in ihrer Nähe eröffnet? Unsere Filialen in Boston, Chicago und St. Louis sind landesweit für ihre köstliche Auswahl an Kraftbieren, kunstvollen Interpretationen klassischer Kneipensnacks und freundlichen Roboterbedienungen bekannt. Warum sollten Sie Ihr Geld für Trinkgelder ausgeben, statt es selbst zu vertrinken? Vertrinken? Ist das ein echtes Wort? Machen Sie diese Nacht in unserer neuen Filiale in Druckwert-Empfängerort zu einer Roba-Nacht und erhalten Sie 15% Rabatt auf Ihre Rechnung. Ja, okay. Gehen wir saufen? Oder zocken wir lieber noch eine Runde?
Was war das? Oh, oh, er könnte tot sein. Tot. War mir eh unsympathisch. Wie sie da so kniet, so unterwürfig. Wow, die ist aber kräftig gebaut und auch. Ist die wirklich oberkörperfrei? Ich sehe, sie hat irgendwie so eine Art Top an. Unter dieser Schürze, aber. Oh, die ist knallhart. Gespeichert. Kann ich nicht benutzen. Ach Mann, ich bin voll. Tja gut, meine Lieben, ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. ich will mal hoffen, dass es noch nicht über eine Stunde ist. In diesem Sinne würde ich mich bedanken für eure stille Anteilnahme und würde mich auch freuen, sowohl von euch im Kommentarbereich zu hören, als auch euch das nächste Mal wieder mit begrüßen zu können. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüss.